hier sehen wir also die 50er Jahre, ja. Wir sind also, die beiden deutschen Staaten waren gerade gegründet und waren noch Zonen. Ne? Also es gab ja noch keine Mauer und so weiter. Und hier sehen wir die ersten Geräte, Kofferradios und den allerersten Fernseher. Ja, Herr Behrens. Ja, wir haben uns bemüht, hier dieses kleine Wohnzimmer entsprechend einzurichten und haben typische Vertreter dieser Zeit mitgebracht, also unserem RFT-Museum in Staßfurt. Und zwar, hier handelt es sich um einen Rembrandt. Das ist ein Gerät, das wurde selbst nicht in Staßfurt hergestellt, sondern in Radeberg bei Raffena. Das sind die ersten Fernsehgeräte, die es überhaupt gab. Besonders interessant ist ja auch die Größe der Bildröhre. Die hatten damals so eine Größenordnung von 12 Zoll, das sind 30 Zentimeter Diagonale. Und wenn man heute sieht, da gibt es Flachschirme mit mehreren Metern Durchmesser, feinpixeliger Auflösung, ist ganz toll. Und man hatte auch natürlich viele Knöpfe, an denen man lange drehen musste, bis man ein Bild hatte. Ich selbst erinnere mich, als ich war noch Kind, als unsere LBG in einer Stube ein Fernsehgerät aufstellen konnte, in Mitte der 50er Jahre. Und wir haben dann als Kinder Fernsehen geguckt. Das kann man gar nicht beschreiben. Einem Kind heute kann man das nicht erklären, was das damals war. Sie sagten, es wurde alles verdunkelt und dann, es war ungefähr 2 Stunden am Tag. Oder ja, es war Sonntag. Am Sonntag, nur 2 Stunden in der Woche. Ja, die Kinderfunk war das. Also das war, soweit ich mich erinnere, war das von 15 Uhr ungefähr 2 Stunden. Die Vorhänge wurden zugezogen und wir haben dann dieses schwarz-weiße Flimmerbild gesehen. Es ging auch nicht immer alles glatt. Manchmal war das Bild nicht da oder man musste die Zeile korrigieren, also die Streifen wegmachen. Das war schon eine recht aufregende Sache für uns. Und da unten das Radiogerät, das sieht ja auch irre aus. Was ja, das ist eins der typischen Staßfurter Radiogeräte. In dieser Bauform wurden sie auch schon vor dem Krieg hergestellt. Die wurden damals unter dem Namen Imperial vertrieben. Das war also ein richtiger, schöner, bedeutender Name. Und die Staßfurter Geräte haben sich besonders ausgezeichnet damals, dass sie nach dem sogenannten Superprinzip gearbeitet haben, wo auch der allgemeine Name, ich habe einen super zu Hause stehen, also ein besonders gutes Radio mit guter Trennschärfe und mit großer Reichweite. Das war eine neue Technik der Intervallverstärkung oder wie darf man das verstehen? Ja, das hat aber super mit RFD jetzt nichts zu tun. Das war schon in den 20er Jahren entwickelt worden. Okay. Und Staßfurt war eigentlich ein Betrieb, also der Vorläufer unseres Fernsehwerkes, der erstmalig in der Welt diese Supergeräte in Serienproduktion hergestellt hat. Und das war damals in der Weltausstellung, hatten Sie erzählt? Ja, das war 1928. Okay. Ja, dieses Gerät hat natürlich auch einige Knöpfe und das ist ja schon ein modernes Gerät. Die ersten Radios hatten ja erst einmal kein Netzteil drin, man musste also Batterien anschließen, eine für die Heizung, eine für die Anodenspannung und dann musste man auch noch Lautsprecher anschließen, weil die Lautsprecher auch erst nicht eingebaut waren. Das kam in den 30er Jahren. Aber das ist jetzt ja lange zurück, Geschichte. Ich habe Sie unterbrochen. Nein, interessant ist noch, diese alten Radios, und ich sehe ja auch einige Ältere hier unter uns, die wissen, was ein magisches Auge ist. Das magische Auge ist bei unter 30-Jährigen überhaupt nicht bekannt. Die denken dann eher an einen Science-Fiction-Film oder an irgendetwas. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, also ich magisches Auge, aber ich weiß auch nicht, was das ist eine Elektronenröhre, die einen fluoreszierenden Schirm hat und je nach der Senderabstimmung wird das hell oder dunkel. Also fächert das sich so auf. Okay. Und da kann man das einstellen. Der Nachfolger ist die einfache AFC, also die automatische Frequenznachstimmung, die später kam. Wow. Ja. Das war also dieses eigentlich ganz typische Imperialradios, natürlich mit Röhren und ich habe zum Beispiel 1954 die Olympischen Spiele, die Weltmeisterschaften, mit einem solchen Radio gehört noch. Also hier könnten wir noch eine Weile bleiben, aber dazu fehlt uns leider die Zeit. Wir haben ja noch ein Kofferradio. Das ist das einzige Kofferradio, das in Staßfurt hergestellt wurde, eine Libelle. Diese Libelle auch mit Batteriebetrieb, aber man könnte auch ein Netzteil andocken. Und wir haben dieses herrliche Stück auch in unserem Museum, also auch letztlich geschenkt bekommen, wie viele andere Geräte auch, und freuen uns, dass wir diese Geräte eigentlich erhalten können. Wir haben ja einige hundert Geräte in unserer Ausstellung. Wer mal nach Staßfurt kommt, ist gerne eingeladen, da vorbeizukommen. Und gerade Ältere schwärmen sehr stark dafür und Kinder
machen, ich sag mal, Maul und Nase auf, weil sie das nicht kennen. Auch Tonbandgeräte. Also ich traue mich jetzt auch einfach mal Fragen zu stellen, auch wenn sie vielleicht dumm erscheinen mögen. Also das hatte jetzt auch schon diese Super, ist das dann schon? Ja, natürlich. Das hatte schon, dieses okay. Super-Prinzip, das in den 20er Jahren entwickelt worden ist, das haben alle Geräte. Ja, okay. Alle Geräte, die irgendwie Senderwellen empfangen, also Fernseher, Radios, verwendet, bis jetzt die Digitaltechnik gekommen ist. Dann war das passé. Ja. Habe ich verstanden. Okay, es geht weiter. 1960. Ah, hier ist das Smaragd. Das habe ich auf meiner Recherche, habe ich im Internet einen Fan entdeckt, der seitenweise Lobeshymnen, also schon fast poetische Ergüsse darüber geschrieben hat. Er hat über sein Leben beschrieben, vor dem Smaragd und nach dem Smaragd. Jetzt sind Sie dran. Ja, also die Zeit zwischen den 50er und 60er Jahren war ja dadurch gekennzeichnet, dass beispielsweise Musikschränke in Mode kamen. Das sind also richtige große Möbelstücke gewesen. Dort war ein Radio in jedem Fall drin. Und dann war entweder ein Plattenspieler noch drin oder ein Tonbandgerät, etwas später. Die Plattenspieler gab es ja schon vor den Tonbandgeräten. Oder es war sogar beides drin. Und da die Möbelstücke ein bisschen größer sein sollten, hatte man auch auf der einen Seite meist ein Barteil, wo dann der Goldbrand reingestellt werden konnte. Und das war aber sehr geschickt gemacht, weil später, als es Fernseher gab, also in den 50er Jahren dann, als die Fernsehtechnik in der DDR sich stark entwickelt hat, da konnte man anstelle dieses Barteiles dann ein Fernsehgerät involvieren in dieses Möbelstück und man hatte so riesige Truhen. Es war besonders für die Servicetechniker immer schwierig, diese Truhen zu reparieren, denn man konnte die ja nicht einfach mitnehmen in die Werkstatt. Man musste also dort was ausbauen und wieder einbauen. Aber das war sehr verbreitet. Und diese Truhen waren irgendwann mal ganz schnell weg. Keiner wollte sie mehr haben. Man wollte Fernseher als Möbelstücke haben. Aber nur noch mal zu diesem Gerät. Also Sie hatten auch eins, haben Sie doch vorhin erzählt. Sie ich habe doch als junger Mensch zum Leidwesen meiner Mutter ein gebrauchtes Smaragd mal gekauft und habe damit natürlich große Erfolge auch bei jungen Mädels gehabt, weil das war etwas, da konnte man Musik machen, die man also auch nicht kaufen konnte, die man also mitgeschnitten hat. Denn Tonbandgeräte haben den großen Vorteil gegenüber Plattenspielern, ich kann selbst etwas aufnehmen. Bei Schallplatten, da muss ich eine fertige Schallplatte kaufen und sie ist also nicht wieder beschreibbar. Das war der große Vorteil. Also wie darf ich mir das vorstellen? Das heißt, Sie haben, was für Musik haben Sie denn damit aufgenommen? Also auch eigene oder haben Sie dann sozusagen die aus dem Radio das Laufen? Also ja, also eigene, da hat man mal ein bisschen Gitarre aufgenommen mit einem elektronischen Verstärker, das ging schon. Aber wir haben ja, ich sag mal jetzt, Westsender aufgenommen auch, weil die andere Musik, die hatten wir ja sowieso. Okay. Und das war dann möglich. Ja, okay, da könnte man, wie gesagt, der Fan hat seitenweise darüber, über jeden kleinen Knopf hier Gedichte geschrieben, aber dazu haben wir jetzt leider keine Zeit. Was haben wir hier für ein Gerät? Das ist ein Fernseher? Das ist ein Kofferfernseher, ein schwarz-weiß Kofferfernseher. Man muss also sagen, dass 1957 in Staßfurt erstmalig Fernsehgeräte hergestellt wurden. Die hatten damals, und dann ging das weiter so, die schönen Frauennamen immer. Das fing mit Iris an und es gab unzählige Frauennamen, die diese Geräte hatten. Und dieses Gerät, das war eine absolute Ausnahme in Staßfurt, passte auch nicht so richtig in unsere Linie. Es ist ein Kofferfernseher. Der heißt aber dann nicht nach einer Frau, sondern er heißt K67, Koffer 1967, gebaut worden. Aber das war eine Zeit, da hatten wir schon recht hohe Erfahrungen auf dem Gebiet der Fernsehtechnik, Schwarz-Weiß-Fernsehtechnik, Farbe gab es noch nicht. Nur war dieser Fernseher eben voll transistorisiert, da hatten wir weniger Erfahrung. Er wurde in einigen 10.000 Stück produziert und man konnte ihn auch an die Autobatterie anschließen. Ja, das war eben was Schönes, wenn man zum Beispiel unterwegs war, Camping gemacht hat oder sowas. Okay. Aber jetzt komme ich eigentlich zu unserem Highlight, der Ende der 60er Jahre. Hier ist der Color 20 zu nennen. Und zwar ist das der erste Farbfernseher, der zum 20. Jahrestag, wie der Name schon sagt, der Republik entwickelt worden ist. Und zwar in Gemeinschaftsarbeit mit dem ZDF in Dresden und dem Fernsehgerätewerk Staßfurt. Und das war ja eine relativ geheime Sache, das heißt, es sollten nur wenige Leute vorher wissen, welches System, also welches Farbfernsehsystem wir verwenden. Bekannt war ja, 67 wurde in der Bundesrepublik das PAL-System auf der Funkausstellung eröffnet und die DDR hat sich noch in Schweigen gehüllt.
Es kam aber dann dazu durch politische Prioritäten, dass die Sowjetunion das französische System übernommen hat und nicht das westdeutsche System. Und alle Ostblockländer haben sich an diesem System angeschlossen, die DDR auch. Wir haben also das sogenannte SECAM-System verwendet. Der Nachteil war, dass wir Westsendungen, die ja in der DDR weit empfangbar waren, nicht empfangen konnten in Farbe, nur in Schwarz-Weiß. Und wir haben SECAM ausgestrahlt, das heißt also die Wessis konnten ohne weiteres unser System auch nicht empfangen, also unsere Sendungen auch nicht in Farbe empfangen. Das war nicht möglich. Das ging also dann, da kommen wir aber dann rüber in der nächsten Zeit, ich nehme es mal vorweg, das ging dann bis Mitte der 70er Jahre, als dann plötzlich bei uns auch PAL-Decoder hergestellt wurden und eingebaut wurden. Das heißt, dann hatten wir ein Zwei-Norm-Gerät, wir konnten also SECAM und PAL gleichzeitig empfangen. Okay. Aber jetzt bleiben wir nochmal bei diesem Gerät. Also Sie hatten ja vorhin auch erzählt, dass dieses Gerät technisch zu der Zeit ganz, ganz weit vorne lag, aber darunter auch ein bisschen die Serienreife litt. Also es war wohl der Versuch zu zeigen, was man so technisch so drauf hat, so habe ich Sie vorhin verstanden. Also der Sowjetunion wollte sozusagen zeigen, das können wir. Also was war denn die technische Pionierleistung in dieses Gerätes? Es ist so, es wurde damals immer gesagt, das ist das einzige oder das erste Farbfernsehgerät, das voll transistorisiert, also voll mit Halbleitern bestückt produziert worden ist. Okay. Es ist nicht ganz richtig. Es gab auch noch einige andere Modelle, die aber nur kurzzeitig in England und Amerika produziert worden sind, auch mit kleineren Bildröhren. Es ist auf alle Fälle das erste Tischgerät, was voll Halbleiter bestückt produziert worden ist in der Welt. Und zwar dann unaufhörlich, ohne abzubrechen. Es sind alle anderen Farbfernsehgeräte, wir haben ja insgesamt 7 Generationen von Farbfernsehgeräten produziert in Staatsfurt, die sind also immer aufgebaut auf dieser Halbleiterbestückung. Wir haben also da sehr große Erfahrung gehabt. Mangel war natürlich die Schwäche der russischen Bildröhren. Diese waren nicht besonders in der Qualität nicht gut, also es gab Überschläge, es gab Farbreinheitsfehler und sie sind ausgefallen, aber es mussten also viele Zusatzmaßnahmen eingebaut werden, auch nach Beginn der Serie, um dort einigermaßen Stabilität reinzubringen. Gleichzeitig mit der Einführung des Farbfernsehens in der DDR, das war also 1969 im Oktober zum Jahrestag, Walter Ulbricht hat auf den Knopf gedrückt, ist das zweite Fernsehprogramm eingeführt worden in der DDR. Okay. Dieses Gerät hat also auch einen Drehknopf für das erste Programm und einen Drehknopf für das zweite Programm. Und noch ein paar Tasten. Und eine bekannte Kabarettistin hat gesagt, geantwortet ihrem Enkel, wie habt ihr denn früher umgeschaltet? Da hat sie ganz einfach gesagt, na, wir mussten aufstehen. Also die Einführung des Farbfernsehens und des zweiten Kanals waren zeitgleich. Okay. Und die Farbfernsehen wurden auch am Anfang nur erstmal im zweiten Programm gesendet. Sie wurden auch im ersten Programm gesendet, aber für die Techniker ohne Kennimpulse. Das heißt, das Gerät hat nicht auf diese Farbe reagiert, aber es gab Tricks, um das für uns, um das zu machen, dass wir das dann auch sehen konnten. Und dann ging es à peu, wurden dann die Sendungen erweitert, die Sendeanzahl wurde erweitert und letztlich ist es so heute, meckert man ja schon, wenn man bei einem Schwarz-Weiß-Film sieht, einen alten. Ja. Naja, also es gibt auch Liebhaber von Schwarz-Weiß-Filmen, ja. Ich zum Beispiel. Ja. Okay. Gut, also jetzt fehlt uns leider die Zeit für dieses tolle Gerät, das haben wir jetzt übersprungen, aber das, können Sie ganz kurz noch was dazu sagen? Ja, das ist eine kleine Musiktruhe, die ist nur mit einem Radio bestückt, aber sie hat ja immer, wie man sieht, rechts und links noch Klappen, dort könnte man beispielsweise etwas unterbringen, also ein kleines Fläschchen zum Beispiel, ein paar Gläser oder so etwas. Und das war aber ein kleines Teil. Wir haben also auch große Musiktruhen produziert. Das war klein? Ja, das war ein kleines Möbelstück. Wow. Es gab also viel größere. Zum Beispiel das größte war der Tannhäuser. Wir hatten Tannhäuser, Oberon, Rienzi, also Wagner-Opern, hauptsächlich auch benannt. Also das waren alles nur so tolle Namen. Das Ding hieß auch schon so toll. Wie hieß das nochmal ganz am Anfang, der erste der erste Fernseher, der hieß... Das waren Rubens, das waren die Maler. Ach, Rubens, Grader, waren die Maler. Rubens, Derby, Dürer, okay. Das waren also Radeberger Namen. Jede Firma hatte sich da so eine Philosophie zurechtgelegt fürs Marketing, wenn man das damals schon gekannt hätte, diesen Begriff. Und also das hieß jetzt, wie, Entschuldigung? Das hieß jetzt nochmal, wie? Das Gerät? Das ist Schaljapin. Also es gab also auch Sänger,
die benannt wurden nach Sängern. Ah, okay. Und dann hatten wir, wie gesagt, diese großen Geräte. Da waren dann mehrere Teile drin, also zum Beispiel Tonbandgeräte, Plattenspieler, Radios. Okay. Und sie hatten vor allen Dingen einen wunderbaren Klang, weil es waren große Holzgehäuse mit großen Lautsprechern. Ja, ja. Und wenn man heute Flachschirme sieht, selbst Löwe als Markenfirma, noch eine kleine Leiste für Lautsprecher. Die Lautsprecher sind natürlich auch besser geworden, das muss man sehen, aber der Klang lässt sich nicht erreichen. Und was macht man? Man verkauft zusätzlich für ein paar hundert Euro diese Bars, die man unten drunter macht, also Lautsprecher-Zusatzverstärker, weil man in dem Flachschirmgehäuse keine Lautsprecher mehr unterbringen kann. Das ist ein Problem, was man zurzeit hat. Ja, also es fehlt leider die Zeit, das jetzt auch noch anzumachen, um mal zu hören, wie es klingt und so. Aber wir hatten hier noch, in der Schublade hatten wir noch was. Das hatten Sie, glaube ich, auch noch. Ach so, ja, das hatten wir hier noch nicht so gesagt. Es gab natürlich auch diese Teile, die werden Sie kennen. Das sind Konverter für das zweite Programm. Die wurden also eingesetzt für alle Fernsehgeräte, die noch kein zweites Programm eingebaut hatten, hat man oben drauf gestellt, hat also einen Antennenanschluss, einen Netzanschluss. Ich halte mal, dann können Sie es besser zeigen. Und man konnte also hier drehen. Und am Anfang war das noch begrenzt bis Kanal 40, also nur das zweite Programm, um nicht das dritte Programm empfangen zu können, was es ja nur im Westen gab, war das hier ein bisschen begrenzt. Aber das war auch kein Problem für Techniker, das zu beseitigen. Und man konnte dann, wer empfangen konnte, konnte dann also auch das dritte Programm empfangen. Aber nicht im Tal der Ahnungslosen, richtig? Wie bitte? Nicht im Tal der Ahnungslosen. Nicht im Tal der Ahnungslosen. Oder also ging das dann da auch mit in dem... In der Dresdner Ecke war es schwierig. Das waren aber dann, die haben uns später eingeholt, das waren die Ersten, die Schüsseln hatten. Ah. Weil das war ja für die einzige Chance dort. Ne? Alles klar. Ja. Gut, ja, diese noch Konverter, was dazu oder können wir weiter ins nächste Jahrzehnt oder noch was? Nein, ist okay. Das okay. Ist ein Überbleibsel, wir haben ein paar gerettet noch, die es gibt. Leider wurde ja auch viel weggeworfen damals, weil man sie nicht mehr brauchte. Aber wir haben wirklich viel gesammelt noch, bis zum Stromregler runter, der ja auch in der DDR unverzichtbar war, in verschiedenen Ausführungen, um ein ordentliches Bild zu haben. Ja, es knüpfen sich so viele Geschichten an solche Geräte, also sollte man auf jeden Fall der Nachwelt erhalten. Aber jetzt müssen wir weiter, weil ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten. Aha, hier sehe ich also so ein richtig amtliches Kofferradio. Ja, das ist ein Kofferradio. Das wurde hier in Berlin hergestellt, Sternradio Berlin. Und das ist ein Sternrekorder. Ich glaube, Frau Dr. Thiemann sprach das vorhin an. Ah, hier genau, das Kofferradio. Ist es vielleicht sogar schon auf dem Bild? Ja, das war der Ehekit für 35 Jahre. Und dieses Gerät ist natürlich... ein Gerät, das schon dann mit Kassettenbetrieb war, was gegenüber dem Tonbandgerät den großen Vorteil hatte, dass man nicht mehr das Band einfädeln musste. Das war ja schwierig und das Band hat sich manchmal verheddert, Kassetten auch, aber es war eben dann doch wesentlich einfacher und es hatte auch Anschlüsse. Man konnte hier also zum Beispiel Lautsprecher anschließen oder einen Tonanschluss machen. Das war schon was Ordentliches. Also wie gesagt, Kassettengeräte hauptsächlich dann in Berlin hingestellt. Man muss auch sagen, dass Stassfurt ab 1968 der alleinige Produzent von Fernsehgeräten war. Alle Fernsehgeräte wurden dann, an der Fernsehgerätefabriken wurden dann hier geschlossen, außer Stassfurt. Und wir haben bis zu einer Jahreskapazität von 500.000 Geräten produziert, größtenteils für den DDR-Bedarf, aber auch für Export, Bundesrepublik Westeuropa und auch andere Länder auf der ganzen Welt. Haben Geräte bezogen. Ich selbst war mal 73 in Vietnam, hatte dort Werkstätten aufzubauen, von der Handwerkskammer noch, und da habe ich selbst diese Geräte gefunden. Ja. Und dieses Fernsehgerät, da waren Sie auch dran beteiligt? An der ja, das ist ein Fernsehgerät aus den 1973 ungefähr, das ist ein sogenanntes teiltransistorisiertes Gerät. Das ist also das erste Fernsehgerät, in dem eine Transistorisierung teilweise eingeführt wurde, das heißt die Ablösung der Röhren wurde hier begonnen und dieses Gerät hat hier einen modernen Drehfuß, es hat hier 5 Tasten, man konnte 5 Sender vorprogrammieren. Ich frage mich warum, die DDR hatte nur 2 verschiedene Programme, aber es waren wirklich 5 Tasten und dann konnte man das erste, zweite und auch dann das dritte Programm mit ein bisschen Trick machen. Hier
ist noch zu sagen, dass diese Fernsehgeräte natürlich schon in der Tiefe nicht mehr so groß sind. Die Tiefe ist ja ein Hemmnis bei einem Fernsehgerät, deshalb haben auch die Flachschirme so einen großen Erfolg. Aber hier wurde die Bildröhre vorne durchgesteckt, es waren natürlich dann schon implosionsgeschützte Bildröhren und man brauchte nicht mehr die Glasscheibe davor haben, die man ganz früher hatte. Auf alle Fälle war dieses Gerät dann schon ein moderneres Gerät und besonders gut waren auch in Staßfurt immer die schönen Gehäuse. Wir hatten in Staßfurt selbst eine Tonmöbelfabrik, später ein Tonmöbelkombinat und diese Firma hat für uns alle Gehäuse gefertigt, bis es dann, ich sag mal, bergab ging, weil Plastgehäuse in Mode kam. Aber das war erst dann kurz vor der Wende. Und wissen Sie noch, was für ein Holz das hier ist, dieses Gehäuse? Das, aus welchem Holz? Ich kann es nicht verstehen, ja. Aus welchem Holz? Ja, das ist furniertes Holz. Man nannte es damals Edelholz furniert. Ja, das ist also zum großen Teil Brechspan und wurde dann furniert. Ja. Also massives Holz kenne ich eigentlich nur noch von ganz früher oder von den russischen Farbfernsehern, die hier verkauft worden sind. Ne? Ja. Okay, wir müssen leider weiter schon ins nächste Jahrzehnt. 1980. War auch so die goldene Zeit des Fernsehens, würde ich mal sagen. Und, oh ja, jetzt sehe ich hier schon einen Ghetto-Blaster, würde ich jetzt dazu sagen, so ja. Auf der Schulter und so, oder? Ja, das war dann schon was für schwere Jungs. Also hier musste man schon ganz schön tragen, wenn man bei Mädels punkten wollte. Also dieses Gerät hat aber auch natürlich schon viel mehr drin. Es hat also auch ein Kassettenlaufwerk, ein sehr gutes Radiogerät, hat eine Aussteuerungsanzeige. Es war ja so, am Anfang musste man die Aussteuerung noch selber betreiben durch einen Regler, später kam natürlich die Automatik und sodass das also schon ein größeres Gerät war, aber es war auch schon ganz schön schwer, wenn man das zum Camping mitnehmen wollte, also das wiegt hier bestimmt 5 Kilo oder so. Aber der Klang war bestimmt auch gut, oder? Ja, ja. Zur Klangverbesserung hat natürlich auch der UKW-Rundfunk beigetragen, der in den 50er Jahren kam und Verbreitung gefunden hatte. Der UKW-Rundfunk hat inzwischen den Totenschein in der Tasche, weil der digitale Rundfunk kommt, aber er ist so weit verbreitet, dass man sich nicht entschließen kann, UKW abzuschalten im Augenblick. Ich denke, dass es noch ein paar Jährchen weitergeht mit UKW. So, jetzt haben wir hier noch ein Fernsehgerät, das ist ja Ihr Bereich. Ja, das ist der Colormat. Der Colormat gehörte dann zu einer neuen Serie, das war die vorletzte Serie, die noch zu DDR-Zeiten entwickelt worden ist. Dieser Colormat, das ist eigentlich eines der bekanntesten Geräte in der DDR gewesen. Colormat, die Schwestern und Brüder waren Colortron, Colorlux, also mit elektronischer Umschaltung und mit Fernbedienung. Und das hier war manuell noch, ne? Ja, das war einer, den konnte man nur so umschalten, da musste man also wieder aufstehen. Viele Leute haben ja diese über 600 Euro Preisaufschlag, 600 Mark, DDR-Mark, Preisaufschlag gescheut, die die Fernbedienung gekostet hat. Das Gerät war, wie alle ab 75, dann mit PAL-SECAM erhältlich und das wurde automatisch umgeschalten. Das war letztlich so, die DDR-Bürger haben Westfernsehen eigentlich auch zum großen Teil gesehen, zumindest wer in Antennenreichweite war von den Sendern. Und technologisch war das? Ja, technologisch, wie gesagt, immer halbleiterbestückte Geräte gewesen. Es ist relativ einfach gestrickt, ist auch wenig kaputt gegangen. Wir finden heute noch Leute, die sagen, da steht noch in meiner Laube, ich habe da eine Schüssel dran, einen kleinen Receiver und gucke dort eben Fernsehen. Das ist erstaunlich. Das Gerät ist ungefähr 1980 produziert worden. Also, und läuft immer noch einwandfrei. Und läuft immer noch, ja. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, da geht ja ein ganz großes Fass auf. Also wir leben ja heute in der Wegwerf- und Konsumgesellschaft, aber die Geräte von damals, die laufen besser als die Geräte heute, weil heute sind sie dafür gemacht, dass sie nach 2 Jahren kaputt gehen. Die Geräte von damals, ja, also die laufen einfach. Ich bezweifle sowieso, dass heute irgendwelche Leute so sehr viel Sollbruchstellen einbauen in die Geräte, dass sie kaputt gehen sollen. Ich glaube, das ist mehr oder weniger jetzt Journalismus. Ach so, echt? Denke ich aber. Also ich kenne da Geschichten von Studenten. Also in der DDR gab es sowas sicher nicht, aber die Qualität der Baulände war manchmal mangelhaft und man konnte es einfach nicht besser machen. Die sind natürlich auch kaputt gegangen und Herr Dr. Thiemann und seine ganze Truppe, auch Industrievertrieb, alle Betriebe haben ja davon gelebt, dass was kaputt ging, möglichst außerhalb der Garantiezeit. Herr Behrens, ich danke Ihnen sehr für diese wirklich spannenden Einblicke und hochunterhaltsamen Beiträge.
Jetzt zum nächsten Jahrzehnt. Und da haben wir zwei weitere Experten am Start. Denn es gab in dieser Zeit, in dieser schwierigen Wendezeit, ja, neue Herausforderungen für das Staatsfurter Fernsehgerätewerk. Und diese Herausforderungen bedeutete eben, mit neuen Produkten in einem neuen Markt bestehen zu müssen. Und da bildete sich ein Triumvirat der Herren Kürbis, Grafe und, ja, das verraten wir jetzt noch nicht, wer der Dritte in diesem Bunde war. Aber jetzt sehe ich hier ein ganz, ganz erstaunliches Design eines Fernsehgerätes und vielleicht verraten Sie uns einfach, was es damit auf sich hat. Das Mikrofon ist nicht an, Augenblick. Jetzt an? Probieren Sie es mal, ja. Mhm. Also das ist der bereits mehrfach erwähnte und sattsam bekannte Colani. Er auch selbst hier, man hält ihn förmlich für lebendig. Aber er befindet sich ja Gott sei Dank auch lebendig im Raum. Und mit diesem Gerät hat es natürlich etwas Besonderes auf sich. Denn unmittelbar nach der Wende waren wir mit einer völlig neuen Handelslandschaft konfrontiert. Bis jetzt wurden die Geräte ja verteilt. Auf einmal müssten sie vertrieben werden und auf einmal gab es eine riesige Konkurrenz. Und in dieses Konkurrenzloch sind wir dann, oder das Vertriebsloch durch diese Konkurrenz, sind wir dann etwas gefallen und mussten unbedingt eine Lösung finden, jetzt auch wieder Fuß zu fassen. Ich erinnere mich, an einen Abend saß ich mit unserem damaligen Vertriebsleiter beim Bier. Und beim Bier werden ja viele gute Gedanken geboren. Und da lasen wir in der Zeitung, Colani hat für eine ostdeutsche Firma Bettwäsche designt und hat die Bereitschaft erklärt, für andere Ostbetriebe kostenlos Designs zu machen. Wahnsinn. Das fanden wir sehr gut. Und ich habe sofort am nächsten Tag ans Telefon gesetzt, angerufen und völlig unkompliziert. Und sofort kam die Zusage vom Professor Colani, das machen wir. Und eine Woche später war bereits unser Techniker mit einem Chassis in Toulouse, wo damals Colani designte. Und das war 5 Wochen vor der nächsten IFA. Und zur IFA wollten wir das Gerät haben. Eine unmögliche Zeit eigentlich für das Entwickeln eines Gerätes, eines völlig neuen Designs. Aha. Aber 2 Stunden bevor wir die Veranstaltung in Berlin 1993 eröffneten, da landete Colanis Maschine auf dem Flugplatz in Berlin. Wir machten dann die Klappe auf, das roch nach Nitro. Das Ding war gerade erst lackiert. Dann haben wir das Gerät zur Messe gebracht und da ist dann dieser sagenhafte Auftritt vom Colani noch vielen Erinnerungen, wo er gesagt hat, also den meisten Designern, den rieselt ja der Kalk aus den Hosen, denen fällt nichts anderes ein, als nur eckige Geräte herzustellen. Und da lag hier drüber noch so eine Stange und das ganze Gerät wurde dadurch gewissermaßen vereckigt. Und mit einem galanten Schwung hat er dann die Tischdecke von diesem Gerät gezogen und da erschien dieses wahrhafte Kunstwerk. Wir sind der Überzeugung, das ist ein richtiges Kunstwerk. Und hier gilt es in der Tat, dass es rundherum so schön ist. Es ist erotisch schön, sagt der Meister selbst. Mal etwas höher. Gut. Ja, also zu der Zeit war ja, glaube ich, gab es noch keine Flachbildschirme, oder? Nein, da gab es keine. Also das heißt, es war ja noch das wirkliche echte Statussymbol in jedem Wohnzimmer. Also wo der Fernseher steht und wie er steht, war ja tatsächlich immer eines der Sachen, die man so großen Wert drauf gelegt hat. Ja, sicher. Das war natürlich etwas, was eine Skulptur darstellte. Aber das Stichwort ist gut, es gab noch keine Flachbildschirme. Und Colani hatte natürlich ganz bestimmte Formvorstellungen, aber die Technik, die verlangte eben auch ihr Recht letzten Endes und ihre entsprechende Formauswirkung. Und darüber weiß Herr Grafe besser Bescheid, wie wir da zu Wege gekommen sind, um mit Colani ein letzten Endes gutes Ergebnis zu bekommen. Also ich möchte erst mal betonen, dass die Arbeit mit Professor Colani einfach war, völlig problemlos. Keine künstlerischen Allieren. Der kam zu uns, setzte sich mit uns hin und in 2 Stunden hatten wir ein Ergebnis. Keine lange Diskussion, kurze Entscheidung. Jeder musste Kompromisse machen und es funktionierte. Interessant an diesem Gerät. Wir sehen hier etwas, was der Techniker erkennen wird.
Das ist ja eine Bildrolle, die es gar nicht gibt. Denn Herr Colani war der Meinung, die Bildrolle und dann ist Schluss. Aber die Bildrolle muss befestigt werden. Da wurden die Ohren abgesägt, die Befestigungslappen. Für die späteren Geräte haben wir uns, wir haben ungefähr 500 Geräte in Serie gebaut, den Bildrollenhersteller, damals Philips, die Genehmigung abgetrickst, die Bildrollenbefestigung abzusägen. Der Mitarbeiter, der das damals zugestanden hat, der hat bestimmt schlaflose Nächte gehabt. Ja, wie gesagt, das Gerät ist in kürzester Zeit in Toulouse entstanden. Unser Techniker ist nach Toulouse gefahren mit einem Chassis und einer Bildrolle. Und darum wurde das Gerät einfach modelliert. Und das Interessante ist natürlich bei Herrn Professor Colani, der kann zwar sehr gut zeichnen und sehr gute Skizzen machen, aber er ist ein Feind der technischen Zeichnung. Also, wenn ich vielleicht zu dem Gerät kommen will, ja. Es gibt, also das ist ja nur der kleine Bruder von den großen, den Color 4000. Der kam später, ne? Der kam 3 Jahre später? Nein. Der kam 1963 zur IFA, wurde ungefähr 500 Stück gebaut. Und 1965 kam ja dann 95 kam ja dann die Colani-Serie, einmal der 4000er und der 3000er. Und das waren ja die, wie sie hier stehen. Und hier war was ganz Interessantes. Herr Colani brachte uns natürlich ein Modell. Klar. Dann sind wir gegangen in die Versuchswerkstatt und haben ein Modell draus gefräst. Das war so schwer, dass man vier Leute brauchte, um das Ding zu tragen. Mit dem Modell kann ich mir noch ganz genau entsinnen, sind wir zu Professor Colani nach Köln gefahren und haben das auf den Tisch gestellt und haben das dort besprochen. Wie wir wieder raus, hat der Colani gesagt, also das Gerät war in Ordnung, aber den Tisch hat er mir zerkratzt. interessant war bei diesem Gerät, wir haben dann die Werkzeuge herstellen lassen, und zwar in Kooperation mit einer Firma, Warta, und sind mit dem Modell dorthin. Und die haben natürlich dann das Modell digitalisiert und haben festgestellt, es ist unsymmetrisch. Ist klar, Handarbeit. Und dann haben wir gesagt, welche Hälfte gefällt uns besser? Da haben wir die gespiegelt und dann ist die perfekte Form entstanden. Und das ging dann richtig in Serie, oder? Ja, okay. Das ist alles in Serie gegangen. Es war auch so, es ist termingerecht, gibt es ja heute selten, zur IFA 95 vorgestellt als Seriengerät. Und wissen Sie noch, in welcher Auflage das damals? Vielleicht der Kürbis. Insgesamt sind im Verlauf des Jahres 1995 vielleicht so 5.000, 6.000 Geräte gefertigt worden, aber mehr eben nicht. Dann begann ja dieser leider unrühmliche Abstieg. Unrühmlich nicht aus der Sicht der RFD, sondern von den Begleitumständen hergegeben. Auf jeden Fall ein glorreicher Abgang mit diesen Wahnsinnsgeräten, die den Stempel vom Colani Design tragen, nämlich die runden Formen, ne? Er hat ja keine einzige Ecke irgendwo.